Nächstes Jahr, das Jahr 2023, ist ein sehr schwieriges Jahr, das muss ich einfach ganz offen sagen. Es wird ein schwieriges Jahr für uns alle werden. Dennoch gibt es ein Licht in diesem großen Chaos und es gibt eine helle Seite in dieser dunklen Zukunft, was wir zu erwarten haben. Und diese wichtige Botschaft, diese äußerst wichtige Botschaft der Engel des Lichtes, das wirst du heute in diesem Video erfahren. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirayana Kardinal und ich habe dieses Buch geschrieben, Kosmisches Wissen von den Plejaden. Und wer sich dafür interessiert, der kann den Link unter dem Video anklicken. Ich lege es mal hierher. Ja, ihr Lieben, und jetzt kommen wir mal zum nächsten Jahr, zu 2023. Und ich muss euch ganz unverblümt sagen, es wird nicht besser. Es wird nicht besser werden, sondern wir befinden uns einfach jetzt in dieser großen Umwandlungsphase und es könnte höchstens noch schlimmer werden. Also das ist jetzt auch übertrieben, aber wir kommen jetzt so schnell nicht mehr raus aus diesem ganzen Negativen und wir sollten das auch ganz nüchtern betrachten und uns auf unsere Kraft, auf unser Bewusstsein konzentrieren. Ich weiß, dass ihr alle, die ihr heute hier seid und auch alle Abonnenten von meinem Kanal, dass sie ein sehr lichtvolles, hohes Bewusstsein haben und dass wir dadurch über den Dingen stehen, dass wir dadurch das besser beurteilen können. Und da kommen wir schon zu dieser Beurteilung und Bewertung. Wenn also jetzt negative Nachrichten erscheinen und ehrlich, ich kann sie auch wirklich nicht mehr sehen. Sie kommen ja jeden Tag gehäuft. Und wenn man sich dann in diese negative Energie hineinbegibt und hineinsteigert, wird man sofort eingenommen, vereinnahmt von der negativen, von der Angst und von diesen ganzen Dingen. Das ist jetzt unsere Aufgabe als Lichtarbeiter, diese dunklen Dinge wohl wahrzunehmen, anzuschauen, aber in der neutralen Position zu bleiben. Denn die neutrale Position, das ist das, was uns in unserer Mitte sein lässt und uns Kraft gibt. Und das sagt die geistige Welt immer wieder, bleibt in eurer Mitte und achtet nicht auf das Negative, geht nicht mit eurem Gefühl dort hinein. Für mich ist es wichtig, dass ich einerseits Aufklärungsvideos mache, wo ich über die negativen Dinge berichte, einfach darum, dass wir wissen, was geplant ist und uns so besser wehren können. Dann ist der zweite Punkt auch wichtig, um euch zu sagen, geht nicht in die Bewertung, sondern geht in die Neutralität, denn da haben wir Kraft und sind wir stark. Und dieses Bewusstsein, das fehlt sehr vielen im Kollektiv, die eben noch nicht so weit sind, die noch nicht in den Weg des Erwachens gegangen sind. Wir kreieren mit unserem Bewusstsein unsere Welt. Und sobald du eine negative Überschrift liest und dann in die Angst gehst, kreierst du Angst. Sobald du aber eine negative Überschrift siehst und in der Neutralität bist, bist du in deiner Kraft und kannst dagegen steuern. Kannst dagegen wirken, indem du noch mehr Licht dort hineinsendest. Das ist der richtige Weg. Und es gibt keine andere Möglichkeit, als so das Licht zu vergrößern. Meistens oder anders, ich muss es ganz anders sagen, unser Bewusstsein, unser Geist, unsere Gedanken, unser Verstand, wir nutzen ja nur zu 5% unser Potenzial, weil wir keinen anderen Zugriff darauf haben. In höheren Dimensionen erhöht sich dieser Zugriff. Und je nachdem, wie jetzt das Unterbewusstsein arbeitet, das Unterbewusstsein ist ständig am Tag, am Entscheiden, am Bewerten und am Position beziehen. Und je mehr wir also dem Unterbewusstsein Raum lassen, umso mehr kann es sein, dass wir negative Dinge anziehen oder diese verstärken. Das heißt also jetzt mit anderen Worten, schaut bitte vermehrt auf euer Unterbewusstsein und geht immer in die positive Richtung, damit dieses kommende Jahr
besser wird als gedacht. Es ist so viel Potenzial in uns allen drin. Wir müssen es nur richtig nutzen. Und da kommt jetzt schon wieder die Quantenphysik ins Spiel. Ich sage es fast in jedem Video. Wenn die Menschen ihre Fähigkeit so nutzen würden, wie wir es über die Quantenverschränkung können, hätten wir schon längst die höhere Dimension erreicht. Hätten wir schon längst all das Negative hinter uns gelassen und die neue Erde, die neue Welt wäre schon da. Aber da eben die meisten sich gar nicht darum kümmern und viele es auch noch nicht wissen, geht das so langsam voran. Und das ist halt der Punkt. Es wird jetzt das nächste Jahr noch gebraucht, sagt die geistige Welt, um noch mehr Menschen dazu zu bringen, dass sie aufwachen. Denn es braucht einfach für viele im Kollektiv schlimme Ereignisse, damit sie endlich aufwachen und erkennen, dass dies gar nicht der richtige Weg ist. Und das ist dieses Licht, das ist diese helle Seite in der dunklen Zukunft, dass das, was hier geschieht, diese verrücktesten, schlimmsten Dinge, die sich die Gegenseite ausdenkt, dass die dazu dienen, dass die Menschen aufwachen. Und das ist etwas, wo die dunkle Seite für uns arbeitet, ohne das zu wissen. Denn mit diesen schlimmen Dingen, die sie hier mit ihrer Agenda und mit all dem bezwecken, bringen sie die Menschen zum Erwachen. Es gibt Seelen, die haben sich ausgesucht, durch schlimme Erlebnisse zu erwachen. Bei mir war das auch so. Ich habe echt in meinem Leben ganz viel Schlimmes erlebt und bin dadurch wieder zu der geistigen Welt gekommen. Ich hatte einfach mal eine Pause eingelegt von 15 Jahren. Ich habe gesagt, ich will jetzt keine Spiritualität machen, sondern nur das weltliche Leben leben. Und dann hat's mich eingeholt, indem ich alles verloren habe, Hab und Gut, wirklich alles verloren. Meinen Mann, meine Kinder sind noch da, aber sonst alles. Ich hatte kein Geld mehr. Und das hat mich den Schritt wieder hingebracht in die Spiritualität. Und so ist es bei vielen, vielen Menschen. Und deswegen dient uns das Dunkle zum Erwachen. So könnte man es sehen. Und deswegen bitte ich euch, auch die, die ihr schon erwacht seid, geht aus der Bewertung heraus. Bewertet nicht, wie jetzt eine Überschrift irgendwie so etwas Schlimmes gesagt wird und geht dann in die Angst oder geht in den Ärger oder in den Hass oder regt euch drüber auf. All diese Emotionen, die tun uns nicht gut. All diese Emotionen verstärken das Negative. Aber dennoch sind diese Überschriften oder diese Chaosmeldungen wichtig, um eben die Menschen zum Erwachen zu bringen. Und das, wenn man das weiß, dann kann man ganz anders agieren. Und die geistige Welt sagt auch, es werden immer mehr Menschen erwachen nächstes Jahr. Und die Macht vom Licht wird noch größer werden. Und das ist etwas, was eigentlich so viel Freude in mir hervorruft, so viel Freude ausbreitet und ich getrost in das nächste Jahr hineinschauen kann. Und das, was uns jetzt gleich die Engel des Lichtes sagen werden mit ihrer Botschaft, das ist auch unheimlich aufbauend, unheimlich tröstend und stärkend. Und das ist der Weg, den wir gehen sollten. Und wenn wir es schaffen, wenn wir alle zusammen das schaffen, mit unserem Bewusstsein aktiv zu sein, aktiv in der Neutralität zu sein oder aktiv in der Freude zu sein, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und darauf kommt es an. Und ich wünsche mir so sehr, dass ihr das versteht. Denn das Kollektiv ist noch nicht so weit, das große Kollektiv. Es wird noch beherrscht von der Angst und es braucht diese schlimmen Schübe, um erwachen zu können. Und so gehen wir jetzt ein weiteres Jahr in dem großen, in der großen Energie der Wandlung einen Schritt weiter zu dem unseren Ziel, zu dem schönen Guten, was uns letztlich am Ende erwartet. Dann wollte ich noch was sagen. Wir sind jetzt auch bei TikTok, wer das sich dafür interessiert. Unter dem Video ist ein Link. Klickt uns mal an auf TikTok. Ich würde mich sehr darüber freuen.
Und wir geben euch eine Stimme. Das war ein Video, ein Livestream jetzt am Dienstag. Wer gerne seine Werke auf unserem Kanal auf Smarana Live posten möchte und gerne zum Smarana Messenger werden möchte, der darf sich bei uns melden. Ich habe auch diesen Link unter das Video gemacht. Wir tun alles dafür, dass sich das Licht stärkt und ausbreiten kann. Und jedes Video ist von dieser Kraft getragen. Ich danke euch sehr, dass ihr hier seid und das unterstützt. Und ich danke auch allen, die mir so schöne E-Mails schreiben, aus voller Dankbarkeit und sich freuen und bedanken, dass ich euch begleiten durfte bisher und es auch gerne weiter tun möchte. Ja, und jetzt kommen wir zu der Botschaft vom Engel des Lichtes und ich wünsche euch ganz viel Freude dabei. So begrüßen wir euch voller Achtsamkeit und Liebe. Wir sind die Engel des Lichtes und wir umarmen euch voller Liebe und begrüßen euch, um euch heute eine ganz wichtige Botschaft zu überbringen. Und diese Botschaft wird euch nächstes Jahr gerne begleiten. Liebe Menschen, ihr seid nicht allein. Ihr habt uns, die Engel des Lichtes, an eurer Seite. Eure Zukunft, sie ist nicht dunkel, sie ist hell und voller Zuversicht, obwohl euch Dunkelheit umringt. Die Zukunft ist eure Chance, eure Möglichkeit, etwas zu verändern, etwas zu vollbringen, denn dafür seid ihr hierher gekommen. Ihr habt die Kraft, eurer Zukunft Einhalt zu gebieten und sie selbst in die Hand zu nehmen. Wir sind bei euch und umarmen euch voller Liebe. Lasst euch nicht von der Dunkelheit überwältigen, denn auch sie hat die Kraft, eure Zukunft zu gestalten. Lasst euch nicht von den schlimmen Prognosen in die Irre führen. Eure Stärke ist Liebe und Licht, und das kann euch niemand nehmen. Erinnert euch an eure Bestimmung und folgt dem Licht. Zusammen könnt ihr die Zukunft ändern und eine bessere Welt erschaffen, denn ihr seid viele. Und das letzte Aufbäumen der Dunkelheit ist wohl mächtig und sie versucht so viel wie möglich Menschen zu erreichen. Jedoch werden viele Menschen durch die Dunkelheit erwachen. Diese Menschen werden Zuversicht und Hoffnung zu euch bringen. Denn für diese Menschen ist die Dunkelheit heilsam und wichtig, um erwachen zu können. So seid voller Zuversicht für 2023, denn ihr werdet da gut hindurchgehen. Zusammen könnt ihr für Liebe und Licht sorgen und eine Zukunft gestalten, die alle glücklich macht. Wir wissen, dass die nächste Zeit noch schwer sein wird, aber wir wissen auch, dass es danach viel besser sein wird. Denn ihr werdet immer mehr. Es werden noch viele Menschen erwartet. Es werden noch viele Menschen erwachen. Genau genommen dient die Dunkelheit unbewusst zu eurer Unterstützung und bringt viele neue Menschen in das Erwachen, in die Liebe und in ihre Kraft. Ihr geht jetzt durch dieses dunkle Tal, um in die höheren Dimensionen aufzusteigen. Verzweifelt nicht, denn ihr gestaltet die Zukunft, die ihr möchtet. Bleibt in eurer Mitte und folgt dem Licht. Wir senden euch immer wieder unterstützende Energien, um das Licht hell zu halten. Wir lieben euch so sehr. Diese Botschaft ist für alle Menschen, Kinder und Erwachsene,
gleichermaßen wichtig, die an die Liebe und das Licht glauben. Denn ihr seid die Liebe und das Licht. Ihr seid die Leuchttürme, die Fackelträger, die vorangehen. Und wenn ihr einmal nicht mehr weiter wisst, wendet euch an Gottes Liebe. Gottes Liebe nimmt jeden Menschen auf und schützt ihn, das ist gewiss. Ihr alle seid die Hoffnungsträger für das neue Jahr. Ihr tragt den Zauber des Lichtes in euch. Und zusammen könnt ihr die Zukunft gestalten. Also lasst uns gemeinsam die Fackel des Lichtes tragen und die Zukunft für alle zu erhellen. Wisset, was auch geschieht, wir sind bei euch und auch Gottes Liebe ist bei euch. Die Zukunft liegt in euren Händen, auch wenn es gerade schwierig ist. Lasst euch nicht von der Dunkelheit überwältigen und vertraut auf Gottes Liebe, die alles heilt. Wir danken euch voller Liebe für euren Mut, eure Zuversicht und Hoffnung. Wir schützen euch und werden euch durch diese schwere Zeit begleiten. So lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten und eine neue Welt manifestieren. Wir grüßen euch mit der Liebe des Lichtes und verabschieden uns voller Dankbarkeit und Achtsamkeit von euch. Und ich danke den Engeln des Lichtes für diese Botschaft. Ich danke auch euch, jedem Einzelnen von euch, dass ihr hier wart und dass wir so das Licht halten können und dass wir so gut durch die nächste Zeit hindurchkommen, denn wir erhöhen unser Bewusstsein und ich weiß, dass viele von euch auch schon in der vierten und teilweise in der fünften Dimension zu Hause sind. Und das macht uns stark. Das bringt uns das Licht und die Liebe. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich umarme euch und freue mich auf das nächste Video, wenn wir uns wiedersehen.